Es gibt Länder, die sind schlimmer dran. Mit den USA oder Großbritannien möchte sicher niemand tauschen zurzeit. Zumindest nicht, wenn es um Corona geht. Rekordzahlen bei den Neuinfektionen. Politik, die viel zu spät reagiert. Aber es gibt genügend Gründe, sich auch in Deutschland nicht zurückzulehnen. Statistisch haben über 50% der Deutschen Angst vor einer zweiten Welle. Risiko zweite Welle. Expertinnen und Experten sind sich uneins, ob die aktuellen Entwicklungen der Corona-Krise Anzeichen sind für eine zweite Welle in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass sich zu viele Neuinfektionen aber durch bekannte Schutzmaßnahmen verhindern lassen. Kein Impfstoff. Auch wenn Remdesivir in Europa jetzt zugelassen ist, ein Impfstoff ist das nicht. In über 150 Projekten wird laut WHO an Impfstoffen geforscht. Wann ein Mittel zur Verfügung steht, ist weiter unklar. Exponentielles Wachstum. Noch sind die Deutschen nicht durchimmunisiert. Erhöht sich die Reproduktionszahl R dauerhaft, kann die Zahl der Neuinfektionen wieder exponentiell steigen. R sollte deshalb möglichst stabil unter 1 sein. Erfahrungsberichte. Es gibt Erfahrungen mit Viruspandemien und die sind schlecht. Die spanische Grippe 1918 etwa lehrte uns, dass eine zweite Infektionswelle über den Globus rollen kann. Die Konsequenzen waren damals 500 Millionen Infizierte und bis zu 50 Millionen Tote. Maskenpflicht, Kontaktsperren und Grenzschließungen. All das gab es zu Zeiten der spanischen Grippe auch. Genau wie Demonstrationen gegen diese Auflagen. San Francisco 1918. Auf Lockdown und Schutzmaskenpflicht folgten Proteste und darauf folgten Lockerungen. Die Konsequenz? Allein in dieser Stadt mehrere tausend Tote. Also, tragt eine Maske, wascht eure Hände, haltet durch und vor allem bleibt gesund.